Hallo, ja, falls ihr euch fragt, warum sitzen die zwei hier auf einem Sack vor einer weißen Wand? Es gibt einen Grund. Ich habe eine der schönsten Frauen von Verbotene Liebe neben mir, Melanie. Und Melanie, vielleicht erzählst du selbst mal, was ist der Grund, warum wir heute hier sitzen? Ja, wir sitzen heute tatsächlich hier, weil Marlene und damit auch Melanie die Verbotene Liebe erstmal verlässt. Ich denke, das ist für viele von euch genauso schade wie für mich. Und natürlich drängt sich da die Frage auf, warum? Das hat inhaltliche Gründe, wie natürlich so oft, wenn jemand eine Serie verlässt. Ist ja auch irgendwo gut, ne? Es muss ja auch wieder, müssen ja auch neue Leute kommen und frischer Wind rein. Der Abschied, den Marlene jetzt erwartet. Kannst du da schon ein bisschen was für die Fans preisgeben? Wie geht's für sie weiter? Was passiert mit Marlene? Also ich denke, für Marlene geht es erstmal spannend weiter. Marlene ist ja ein kreativer Mensch, die vom Musical kommt, von der Bühne. Und das ist sicher was, wo es Marlene auch wieder hinzieht, ganz klar. Wenn man mal so zurückdenkt, die letzten 4 Jahre hat Marlene ja wirklich unglaublich viel erlebt. Jana schläft mit ihrem Mann. Was wollen Sie? Ich will meinen Mann zurück. Das war eine Menge Stoff und wenn du so zurückblickst, was war denn so eine deiner Lieblingsgeschichten mit Marlene? Ja, also tatsächlich, ich mochte tatsächlich die Geschichte mit Rebecca sehr, die Geschichte Marlene-Rebecca, weil das einfach auch schauspielerisch was ganz Neues für mich war. Ich habe mich einmal zwischen euch beiden entschieden. Und mein Glück mit dir ist mir viel wichtiger. Bist du dir wirklich sicher? Ich liebe dich. Gab es da denn auch mal sowas, wo du sagst, hätte ich das Drehbuch geschrieben, das hätte ich vielleicht anders erzählt oder Marlene da was anderes erleben lassen? Ja, natürlich, auch das gab es. Also ich erinnere mich da natürlich auch ganz konkret an Dinge, wo man sich natürlich dann auch in der Figur immer so ein bisschen fragt, wie geht das? Also ich und ihr bestimmt auch, könnt euch ja bestimmt auch noch gut an die Zeit erinnern, als Marlene am Empfangstresen bei LCL saß. Das war auch spannend, weil auch das für mich eine Herausforderung war. Wie geht man denn jetzt eigentlich damit um, mit etwas, was man sich jetzt vielleicht für die Figur so ein bisschen schwerer vorstellen kann? Inwieweit haben dich als Melanie denn dann diese 4 Jahre verändert? Also wo sind die Punkte, wo Marlene und du, wo ihr euch angenähert habt? Marlene hatte auch eine Erfahrung gemacht, indem sie sich gegen eine Schwangerschaft entschieden hat. Und das war so ein Punkt, wo ich für mich sage, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist für mich persönlich als Melanie ein No-Go, würde ich nie machen. Das heißt, du nimmst aus der Zeit bei Verbotene Liebe für dich persönliche Erfahrungen mit. Wenn man jetzt aber mal auf den ganzen Zeitraum schaut, hast du so schönste Erlebnisse in diesen 4 Jahren gehabt, losgelöst von der Figur, wo du sagst, das waren Momente, die möchte ich auf keinen Fall missen? Also meine Lieblingsmomente sind ja eigentlich immer die, wo es so außerplanmäßig des Drehs verläuft. Ich auch, auf jeden Fall. Okay, jetzt. Total. Danke, Melanie. Gut, dann habe ich für dich jetzt das Perfekte. Wir sitzen jetzt schon zu lange und ich habe gelesen, dass eins deiner Hobbys Joggen ist. Wir werden jetzt ein bisschen joggen, während wir weiterreden. Im Punkto Fans, gab es da so Momente, wo du sagst, boah, das hat mich wirklich berührt, das war ganz besonders, das werde ich nie vergessen? Ja, tatsächlich auch viele. Also um da auch wieder auf die Geschichte mit der Vergewaltigung zu kommen, was mir da wirklich Fans und Frauen ihre Geschichten erzählt haben. Und das hat mich echt berührt, weil dir die Leute ihre Geschichte erzählen. Und das fand ich großartig, dafür bin ich auch echt sehr dankbar. Gut, ich merke, du kommst ein bisschen außer Puste. Komm, wir setzen uns wieder. Das war auch genug Sport für heute erstmal. Was persönlich wünschst du der Verbotenen Liebe? Also ich wünsche der Verbotenen Liebe, dass es sie noch mindestens genauso lange nochmal gibt, wie es sie jetzt schon gegeben hat, weil ich finde, dass es ein großartiges Format ist. Mit tollen Leuten, also es gibt da wirklich keinen, und das kannst du bezeugen, es gibt keinen, der sich nicht jeden Tag da den Arsch aufreißt. Das hast du sehr schön gesagt. Ich hoffe, das kannst du jetzt auch sehr schön sagen. Das ist nämlich deine Chance, nochmal ein finales Wort an deine Fans zu richten. Was möchtest du denen mit auf den Weg geben? Also ich möchte mich in erster Linie ganz herzlich bedanken. Also wirklich bedanken für fast 4 Jahre unglaublich tolle Unterstützung aus so vielen Ländern, aus so vielen Bereichen, egal um welche Geschichte es ging, egal ob Marlene dann immer nett war. Ich habe noch ganz viel und ganz lange Spaß
An der verbotenen Liebe. Schöner kann man es nicht sagen. Danke dir erstmal. Das waren 4 Jahre Marlene von Lahnstein, 4 Jahre Melanie Kogler. In der verbotenen Liebe jetzt erstmal nicht mehr, aber ich bin mir sicher, dass wir dich ganz, ganz häufig an anderen Stellen sehen werden und ich ja sowieso. Insofern lass dich einmal drücken. Und ich glaube im Namen von allen Fans und allen, die dich kennen und lieb haben, ganz, ganz viel Glück für alles, was jetzt kommt. Und da kommt viel, bin ich mir sicher. Even now, even though